Verstecken oder weglaufen klingt verdächtig nach Alarmanlage. Ah, ich weiß nicht, was ich es machen will. Aber wir müssen. Eine sehr, sehr fragwürdige Karriereentscheidung, die wir hier getroffen haben. Beziehungsweise die unser Ossi hier getroffen hat. Ja, weißt du, erst Fischer, dann Formel 1 Fahrer. Jetzt ist er ganz tief gesunken, ja, Einbrecher. Ah, ich schäme mich. Aber das Spiel macht Laune. Okay, ich würde sagen, wir pennen eine Runde, weil es ist gerade mal 12.17 Uhr. Ich möchte nicht unbedingt am helllichten Tag da einsteigen. Machen wir 19 Uhr. So, das wäre dann die 112. 112 Greenview Street. Ich glaube, wir müssen sowieso, dass wir die Routine von denen erfassen, damit wir wissen, wann die überhaupt da sind. Weil jetzt unbedingt da einzusteigen, wenn die da sind und dann die Fenster zu zerdreschen, das wäre, glaube ich, auch nicht so unbedingt ratsam. Ich bin jetzt schon nervös, man hört. Ja, ist noch nicht mal dunkel. Keine Winterzeit hier. So, da suchen wir erstmal die 112. Ah, ich glaube, ich sehe es schon. So, das ist hier rechts irgendwo. Hier habe ich keinen Parkplatz. So, ich glaube mal, hier kommt auch kein Fußgänger lang. So, das ist die 113, das ist das da drüben die 112. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir sollen ja auch das Licht meiden. Sehe ich denn da jemanden? Oh, da kommt gerade einer raus. Einer ist weg. Aber sie ist noch da. Ja gut, ich sag mal, wir sollen ja nur ein Fenster zerschlagen. Und wir sind ja sowieso schon... Oh, komm, schnell. Wir sind ja fast weg. Komm, gib Muchte. Oh, ich hätte gerne ein schnelleres Auto. Okay, das war einfach. Das hätte ich mir jetzt echt schwieriger vorgestellt. Aber wir können ja natürlich nochmal wiederkommen. Die Routine noch ein bisschen auschecken und die Bude noch ein bisschen lernen. Achso, jetzt hatten wir gerade einen anderen auf Level aufsteigen. Sachen stellen nach Hause, mit Diebesbeute zurückzukehren, bringt dir Erfahrungspunkte ein. Wenn du das erste Mal etwas klaust, bekommst du 10-mal mehr Erfahrung. Wenn du nicht sicher bist, was du machen sollst, prüfe deinen Computer und suche nach Tipps und zusätzlichen Jobs. So, der Poohbär ist wieder am Telefon. You need to learn how to deal with standard locks. Standardschlosser knacken. Okay, dann müssen wir den Skill freischalten. Oh, wir haben aber keinen Skillpunkt. Scheiße. Okay, also wir müssen definitiv nochmal zurück und die Bude ausräumen. Was machen wir jetzt? Ja, weißt du was? Ich penne jetzt mal so bis 0 Uhr. Oh ne, das war der Computer. Nein, da wollte ich sogar nicht ran. So, dann gucken wir noch mal. So. Vielleicht sind die feinen Herren ja jetzt bei einer Soiree. Ja, vielleicht aber auch nicht und vielleicht liegen sie einfach nur im Bett und pennen. Das Problem ist natürlich, die haben immer noch eine Alarmanlage. Wir kommen da nicht wirklich rein. Na gut, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Ich weiß noch nicht so recht,
ob und wie wir da reinkommen. Das hier? Ne, das war ja noch ein Stück weiter, oder? Ich bin nach 12, war's, glaube ich. Ausgang ist versperrt. Okay, das ist natürlich suboptimal. So, dann gehen wir mal unauffällig zu 112. Oh, da brennt Licht. Oh. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ja, das ist natürlich scheiße, jetzt können wir sie nicht erfassen. Alter, geh doch mal rückwärts. Jetzt weiß ich nicht, ob er noch da ist. Geh weiter. Guck mal hier rum. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob er noch da ist. Ah, da hinten haben wir einen Fluchtweg, wie es aussieht. Da können wir mal einen Zaun hüpfen. Boah, das ist gerade echt eine heiße Nummer hier. Na toll, der ist kaputt. Wir haben keinen Lockpick mehr. Ah, fuck. Kommt da einer? Nee. Der ist hinterm Zaun. Oh, Alter, ich bin aufgeregt hier. Und wieder von der Tür erschlagen. Das Fenster ist natürlich wieder ganz. Scheiße, wir brauchen so ein Lockpick. Naja, gut. Kommen wir nochmal wieder. Nützt ja alles nichts. Dann kaufen wir uns nochmal so einen Dietrich. Oder gucken wir mal, dass wir vielleicht gleich ein paar mehr kaufen. Ich weiß nicht, ob das geht. Einfacher Lockpick. Kaufen. Offenbar verwurstet man davon doch ein paar. Gut. Jetzt haben wir es 2.52 Uhr. In der Zwischenzeit sind die mit ein bisschen Pech wieder da. Greenview Street. Alles gar nicht mal so easy. Also am Anfang war es natürlich easy. Na gut, wir geben natürlich nicht auf. Alle guten Dinge sind drei. Ich will da rein. Ich will in die Bude leer räumen. Oh, Reparaturkosten 2 Dollar. Ja, das hält sich ja noch in Grenzen. Ich fahre ein bisschen wie eine gesenkte Sau. So, hallo 112. Ich bin jetzt einfach mal ganz dreist. Ach nö, nicht im Ernst. Nee, warte mal, abbrechen. Ich habe doch da gerade jemanden gesehen, da ist jemand. Und er kommt natürlich hier lang. Hallo, guten Abend. Ah, hier ist eine Mülltonne, das ist natürlich ganz gut zu wissen. Hoffentlich
Was? Sünden? Was für Sünden? Okay, wir versuchen es nochmal. Das ging schon mal. Und ich hoffe echt, hier ist keiner zu Hause. Sag mir nicht, dass da jetzt einer heimkommt. Nee, nicht wirklich. Oder? Nee, ich glaube, da hat bloß die Seite gewechselt. Oh, da hat man Licht. Scheiße. Scheiße. Ich höre Schritte. Boah, Alter. Oh, verdammt. Ja, wenigstens ein bisschen Kohle. Wenigstens ein bisschen Cash. Boah, Alter, hier ist doch jemand. Oh, hier rennt jemand rum. Aber ich hab die nicht auf dem Schirm, verdammt. Alter, jetzt sitzen wir ja mitten drin. Scheiße. Oh Gott. Oh, Alter, ich trau mich nicht raus. Ich will nicht erwischt werden. Weil wenn wir crouchen, sind wir natürlich auch ein bisschen langsamer. Oh, das war nicht gut. Okay, sind wir reingekommen. Da sitzt einer. Da sitzt einer. Oh, die sind ja beide da. Na super. Okay, aber die sitzen da drüben. Ich hoffe nur, es gibt nicht noch einen Bewohner Nummer 3. Telefon. Mitnehmen. Einmal mitnehmen. Ein Safe. Ich glaube, den können wir so nicht öffnen. Okay, die sitzen noch da drüben. Ey, wir müssen jetzt echt leise sein. Da ist auch nichts drin. Scheiße, Mensch, das ist jetzt nicht gerade viel, was wir hier haben. Ich glaube, hier ist nichts. Gucken wir mal einen Schreibtisch, vielleicht finden wir da noch was. Doch, hier geht's auf. Ah, ein USB-Stick. Oh, da bewegt sich einer. Scheiße, wir müssen raus. Ah, oh, scheiße, wo ist der Ausgang? Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Warum sind die auch nicht... Hallo? Ja, hallo? Es ist nichts passiert. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zum guten Arnie, versuchen das Zeug zu verscherbeln. Oh, Alter. Also die haben mich ja jetzt echt fertig gemacht hier. Die scheinen auch die ganze Zeit da zu sein. Junge, 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 das war ja eine Nummer. Na, mal gucken, vielleicht reicht das ja schon, um unseren neuen Skillpunkt zu bekommen. So, erstmal zum Arnie. Skillpunkt, jawohl, es hat geklappt. Wir kriegen unseren Skillpunkt. Welcome back. Welcome back. So, das bringt schon mal ein bisschen Geld. Und dann fahren wir nach Hause, holen uns den Skillpunkt.
Achso, das hätten wir eigentlich gleich machen können, übers Menü. Okay. Ist ja auch Wurst. Dann gehen wir ins Menü und holen uns den zweiten Skillpunkt. Notizen. Bestimmt noch nicht 112, genau. Hier, guckt er das an. Die sind halt die ganze Zeit zu Hause. Hier, einmal ist ab 20 Uhr ist einer weg. Toll wäre aber, wenn beide nicht da sind. Hier, die Carters haben wir noch. Aber 111, da war ja nichts mehr. Da haben wir ja schon was rausgeholt. Ah, das war die Box mit fragwürdigem Inhalt. So, was können wir jetzt machen? Da hinten blinkt's. Ah, wir haben hier ein Schloss. Ach, ich muss mal erst wieder was kaufen. Lockpicks. Aha, die muss ich mir jetzt kaufen. Zum Glück haben wir die Kohle. So, und jetzt müssen wir Lockpicks. Nutze einen Lockpick für einfache Schlösser. Drücke auf den Knopf zum exakten Zeitpunkt, wenn sich der Stift unten befindet. Aha, mal gucken. So, S, A und D. Aha, okay. Hä? Ach so, ich muss dann die Maus drücken. So läuft das Ding. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht. If it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Zerstöre die Toilette in 113. Ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun, nicht? Ein Klo kaputt machen. Na gut. Ist so sinnlos, aber okay, es macht Laune. Es macht Laune. Nicht nur, dass wir einbrechen und Sachen klauen, nein, wir machen Sachen kaputt. Und noch dazu Sachen, die irgendwie total absurd sind. Kloschüsseln zerstören. Der Albtraum eines jeden Klempners, beziehungsweise Heizungssanitärmonteurs, wie es ja korrekt heißt.